Notburga von Hochhausen, deren Gedenktag am 15. September gefeiert wird, gilt eigentlich als Heilige des Kraichgau. Ihre Geschichte beginnt jedoch im Odenwald und soll deshalb hier berichtet werden. Ausgangspunkt ist die eindrucksvolle Burg Hornberg am Neckar, wo später auch Götz von Berlichingen lebte. Im 7. Jahrhundert soll Notburga hier geboren sein, obwohl es dafür keinen Nachweis gibt. Der wichtigste Schauplatz ihres Lebens aber ist die Notburger Höhle auf der anderen Seite des Flusses, die leider von Umwelteinflüssen schon größtenteils zerstört wurde. Nach ihrem Tod soll Notburga im nahegelegenen Hochhausen bestattet worden sein. Ihr Grab war über Jahrhunderte ein vielbesuchter Wallfahrtsort, obwohl der Papst sie niemals als Heilige bestätigte. Heute ist das Gotteshaus allerdings evangelisch. Im Inneren sind noch Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert erhalten, die Notburgas Legende erzählen. Die Heilige wird entweder als Edeldame oder als Einsiedlerin mit nur einem Arm dargestellt. Oft sieht man eine Schlange bei ihr. Beides ist verknüpft mit ihrer Legende, die gleich von mehreren Wundern berichtet. Auf Burg Hornberg wohnte vor Zeiten ein mächtiger Fürst mit Namen Dagobert. Seine Tochter Notburga war sehr schön, aber auch fromm wie sonst keine der Jungfrauen des Landes. Sie hatte sich mit einem tapferen Ritter verlobt, den sie sehr liebte. Doch noch bevor die Hochzeit gefeiert wurde, zog er in den Krieg ins Heilige Land und kehrte nie wieder zurück. Die liebliche Jungfrau trauerte um ihn wie eine Witwe und wollte von einer anderen Heirat nichts hören. Aber ihr Vater, ein rauer und gebieterischer Mann, befahl ihr eines Tages, sie möchte sich ihren Hochzeitsschmuck anlegen, denn in 3 Tagen werde der Bräutigam kommen, den er für sie ausgewählt habe. Notburga aber sprach in ihrem Herzen: Lieber will ich fortgehen, so weit der Himmel blau ist, als dass ich meine Treue brechen sollte. In ihrer Not rief sie einen treuen Diener und sagte zu ihm: Führe mich in die Waldhöhle hinüber zu der Kapelle St. Michael. Dort will ich im Dienste Gottes mein Leben beschließen. Als sie an den Fluss kamen, war aber kein Nachen vorhanden, um sie überzusetzen. Da erschien plötzlich ein stattlicher Hirsch. Staunend gewahrte der Diener, wie sich Notburga auf das Tier setzte und mit ihm sicher das andere Ufer erreichte. Am anderen Morgen, als Fürst Dagobert seine Tochter nicht fand, ließ er sie überall suchen und schickte Boten nach allen Gegenden aus. Doch sie kehrten zurück, ohne eine Spur zu finden. Der treue Diener aber schickte Notburga jeden Tag ein Stück Brot, das er auf das Geweih des Hirschen steckte. So musste sie in ihrer Höhle keinen Mangel leiden. Eines Morgens jedoch bemerkte der Fürst den Hirsch und zwang dem Alten unter schrecklichsten Drohungen das Geheimnis ab. Dann folgte er dem Brotträger bis zu der Felsenhöhle und fand seine Tochter vor einem Kreuze knien, in tiefem Gebet versunken. Zuerst mit flehenden Bitten, dann unter grimmigen Drohungen forderte er sie auf, mit ihm nach Hornberg zurückzukehren. Notburga aber hatte ihr Leben Gott geweiht. Da geriet Dagobert in höchste Wut und mit roher Hand packte er seine Tochter, um sie aus der Höhle zu reißen. Aber wehe! Der Arm, an dem er sie ergriffen hatte, blieb in seiner Hand. Mit gesträubtem Haar ließ er ihn fallen und floh voll Entsetzen wieder nach Hause. Die fromme Jungfrau warf sich vor ihrem Felsenaltar nieder und siehe, da ringelte sich eine goldene Schlange durch das Laub und legte ihr heilende Kräuter in den Schoß. Mit diesen band sie den ausgerissenen Arm wieder an den Stummel. Der Arm wuchs wieder an und war bald völlig geheilt. Als die Leute hörten, was geschehen war, verehrten sie Notburga wie eine Heilige. Im Herbst,
Als die Blätter fielen, trugen Engel ihre Seele in den Himmel und überstreuten ihren reinen Leib mit weißen Rosen. Zwei schneeweiße Stiere trugen ihren Leichnam nach dem Dorfe Hochhausen an die Stelle, wo jetzt die Kirche steht. Hier ist noch heute ihr Grabmal zu sehen, das Haupt geschmückt mit der königlichen Krone. Wenn man der Höhle gegenüber den Namen der Heiligen ausruft, so wird er von einer leisen Geisterstimme wiederholt.